Hallo und willkommen bei Modellbau 126. Heute wieder super Wetter, wahrscheinlich einer der letzten Tage dieses Jahr und wir sind wieder mal auf der Rennstrecke. Grüß dich Klaus, dich habe ich heute leider nicht dabei, das wäre ein bisschen zu weit gewesen zum Fliegen. Dafür habe ich den André dabei, der ist oben und räumt auf. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was es alles Neues gibt. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft, heute und das letzte Mal. Und ich dachte, ich mache wieder ein kleines Video, damit ihr einfach mal so die Fortschritte seht. So, ihr seht jetzt schon mal unseren Fahrerstand, unsere Hütte direkt vor uns. Ja, wie ihr seht, sind vorne keine Löcher mehr. Wir haben heute angefangen, die Fenster dazu zu machen. Die sind natürlich jetzt nur hingeschraubt und das ist alles noch nicht so, wie es sein soll. Da kommen noch Scharnierbänder ran, dann werden die ganzen, werden die Fensterläden quasi noch fixiert, ausgerichtet. Und dann kann man die auf und zu machen. Momentan haben wir sie nur hingeschraubt, damit sie erstmal dran sind, damit es zu ist, damit es uns nicht reinschneit. Weil wir hatten letzte Woche massiv Schnee hier und ja, Hütte steht noch, das ist auch ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, schauen uns das Ganze von innen an und dann bis gleich. So, da bin ich wieder, jetzt mit dem Blick von der Tür in die Tür, nein, in die Hütte. Scheint noch ein bisschen die Sonne durch, zeige ich euch auch gleich warum. Aber wie man sehen kann, das ist vorne zum größten Teil zu. Da in der Mitte sieht man auch unseren schönen Buckel, der wird jetzt immer deutlicher. Ja, geht leider nicht anders, müssen wir mal schauen, vielleicht kommt man irgendwann mal an den Hobel oder was auch immer, dann kann man das da ein bisschen begradigen, also katastrophal. Gut, André hat ein bisschen aufgeräumt, so einigermaßen, hätte besser sein können, aber naja, kann sich halt nicht seine Arbeit aussuchen. Ne? Du sagst, schiebt es in die Ecke, das ist ja aufgeräumt. So, okay, dann gehen wir mal hinter die Hütte. Das ist ein bisschen wackelig heute hier. Ja, wie man sehen kann, unten habe ich zugemacht, oben noch nicht, kommt dann hoffentlich beim nächsten Mal. Gut, das soll es erstmal gewesen sein soweit. Ich sage, wir sehen uns im nächsten Video und weiter anschauen, gell? Und Klaus, melde dich mal.